Ja, hier spricht wieder euer Bolkat. Ich bin auf der Karte Perlenfluss und das ist ein Standardgefecht. Ich fahre die russische IS-3, das ist ein Tier-8er schwerer Kampfpanzer. Und was lese ich da? IS-3 ist Sheriff, kill him for gold. Na gut, scheinbar bin ich hier sehr beliebt. Los Und geht's. ja. Die IS-3 wurde 1945 mit begonnen zu entwickeln. Und 1945 wurde sie schon bei der Siegesparade in Berlin eingesetzt. Sprich, 1945 begonnen, das Ding zusammenzubauen. Und 1945 war es auch schon in Berlin. Also das war eine Akkordentwicklung. Damit kommt heutzutage keiner mit diesen Zeiten. Der Panzer ist aber recht starke Panzer am Turm, also sehr gut. Die Wandform ermöglicht ihm auch einige Abpraller. Die Schwachpunkte sind halt die untere Wanne. Wenn ich nachher nochmal Zeit im Gefecht habe, zeige ich sie euch nochmal. Er ist recht schnell, er ist recht agil, wird als einer der besten Tier-8er Kampfpanzer angesehen bei Wargaming im Spiel. Er hat auch eine gesunde Mischung aus Beweglichkeit, Panzerung und Feuerkraft, sagt Wargaming selber. Und ich kann bestätigen, dass es ein guter ist. Und ich habe die Endkanone drauf, die Tier 9er. Das ist eine 122 mm Kanone. Ja, die macht hier schon Löcher. Kommen wir daran. Und ihr seht, ich teile ganz gut aus. Ich habe zwar noch keinen Abschuss geschafft, aber alles, was sich zeigte, ist stark angeschlagen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier was hinkriegen. Und danach müssen wir uns aber was einfallen lassen und uns wesentlich besser angewinkelt hier rausschieben. Weil das geht ja allmählich nicht mehr. Auch immer wird nicht beschossen. Aber so eine Gefechte gibt's. Wobei ich werde mich mal zur Basis mitbegeben. Nicht erst, dass wir verlieren, weil die Basis eingenommen wird. Weil soweit ich das erkenne, sind die feindlichen Kräfte in Form von TDs und Mediums, die unterwegs sind, doch alle Richtung unserer Basis unterwegs. Das heißt, bei der feindlichen Basis werden drei Adleris maximal sein. Vielleicht einer, der noch zurückfährt. Das werden dann meine fünf oder vier Jungs, die da jetzt hinfahren, schon schaffen. Und ja, stürze ich mich mal ins Getümmel, sprich, ich fahre nach vorne. Das wird schon werden.
Naja, ein bisschen zu langsam geschossen. Aber wir nehmen doch auch gern die Hilfe des Teams in Anspruch. Oh, das war nicht so schön. Jetzt war ja auch noch ein Baum um. Was soll's? Ketten wäre schön. Dann könnte vielleicht noch jemand helfen, wie die Arti. Ja, und damit haben wir eigentlich diese Seite bereinigt. Schätze ich mal. Es könnte hier nur noch eine Arti rumrennen. Fahren wir mal ein bisschen hoch und gucken erhöht danach. Aber ich sehe da nichts. Der Tiger 1 wird da wohl auch nichts sehen gleich, wenn er um die Ecke kommt an der feindlichen Artillerie. Den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Den haben jetzt alle Mann rausgenommen. Und ich würde sagen, das ist gewonnen. Zum einen wird da fleißig gekappt und zum anderen. Die eine Art, die werden wir doch mit dieser Horde dann, wenn nicht mehr gekappt werden sollte, doch noch erledigen können. Ja, das hat man nicht oft, dass der Cap dann auch noch unterbrochen wird. Wenn man das immer hat, das ist dann, dass man dann hinterher dabei sogar noch verliert. Weil dann doch irgendwie die Zeit nicht reicht oder der Gegner einen Gegencap startet und gewinnt. Na, schauen wir mal. Irgendwann muss unser Freund die Arti doch aufploppen, meine ich. Sprich aufgehen auf der Minimap. Da kommt der T69 mir entgegen. Was hat er übersehen, was ich vielleicht finde? Befürchte nichts. Aber wir haben ja noch über 7 Minuten. Das sollten wir doch noch gewinnen. Wir haben auch genug Zeit, um jetzt den Gegner zu suchen. Und da ist er auf. Na, bleibt doch stehen. Oh, nach viel Hin und Her gewackelt habe ich doch meinen Kill. Und jetzt zur Auswertung. Ja, wie ihr sehen könnt, war das eine Klasse Wehr-2 gewesen. Dann waren das halt hier 2914 Schadenspunkte, die ich rausgeschossen habe. 11 Schüsse abgegeben, 9 direkte Treffer, 8 Wirkungstreffer, 7 Treffer erhalten. Davon waren 4 Wirkungstreffer, 3 sind halt nicht durchschlagen. Einmal ein Flächenschaden durch die Arti. Dann habe ich potenziell erhaltenen Schaden insgesamt 3000 Strukturpunkte gehabt. Gegner entdeckt 3, Gegner beschädigt 6, Abschüsse 1, Schaden durch Spielerunterstützung 487. Ja, dann habe ich wieder Belohnung für Auftragsabschluss 35.000 bekommen. Die müssen wir gleich wieder abziehen. Und mit Premium sind
60.950 übergeblieben, sprich knappe 64.000 Credits. Da ziehen wir 35.000 von ab. Dann haben wir doch 29.000 Credits Reingewinn mit Premium. Ohne Premium hätten wir 47.000 Credits Gewinn, da ziehen wir wieder 35.000 ab, also bleiben da 12.000 Credits über. In diesem Gefecht war ich ziemlich angeschlagen, sprich beschädigt, so dass man sagen kann, es hätte mehr Gewinn gegeben oder Geld, sprich Credits wären über gewesen, hätte ich ein bisschen defensiver gespielt. Aber ihr habt's gesehen, ich habe einen nach dem anderen gefressen. Immer vor, immer rauf, ohne viel zu überlegen. Ich hätte es auch besser machen können, aber es hat ja gereicht in diesem Gefecht. Und dann war das ein Doppelungsgefecht und ich habe 2828 Erfahrungspunkte gemacht mit diesem Panzer. Die IS-3 ist nicht schlecht im Tier-8er-Bereich. Wie gesagt, von Wargaming als einer der besten Panzer angesehen. Und ihr solltet ihn spielen, ihr solltet ihn ausprobieren. Und wenn ihr ihn habt und es euch finanziell leisten könnt, verkauft ihn nicht, behaltet ihn. Ihr werdet ihn für Kompaniegefechte mal brauchen. Ihr werdet ihn mal für Zuggefechte gebrauchen. Ihr werdet ihn mal für Teamgefechte gebrauchen. Also er ist sehr gut einsetzbar in allen Bereichen. Und damit verabschiede ich mich, euer Borgelcut.